Herzlich willkommen zu Minecraft Dofi. Hey kleiner Bewohner, du willst auch ganz bestimmt zum Mond fliegen, oder? Können wir den kleinen Bewohner in eine Rakete stecken? LOL! Als ob das funktioniert hat. Wo zum Teufel sind wir jetzt gelandet? Ah, es ist so laut, ich höre nichts mehr. Kann ich mir die Enten in die Ohren stopfen? Geht das irgendwie? Ich habe Mods zugeschickt bekommen, auf die ich reagieren soll. Ich hatte keine Ahnung, was passiert. Nur so viel. Ich hoffe, dass die Entwickler auf einen Kaktus fallen. Gib dem Daumen ein Video nach unten, damit ich nicht nochmal sowas bringen muss. Viel Spaß mit dem Video. Welt wird geladen. Schlimmer als letztes Mal kann es nicht werden. Was? Oh nee, oh komm schon. Das ist nicht euer Ernst, oder? Was ist das? Bewohner, geh nicht zu nah an dieses lilane Zeug. Was zur Hölle ist das für eine schwarze Suppe? Und wer hat seine Base in die Luft gesetzt? What? Okay, Spaß beiseite. Es hilft ja alles nichts. Gehen wir direkt ins Dorf, denn dort haben wir verschiedene Stationen, wo wir die neuen Mods testen müssen. Los geht's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Wie wär's damit, Minecraft zu löschen? Das wäre ein sinnvoller Anfang. Station Nummer 1. Begutachte zuerst dieses tolle Marsmobil, welches ich aus gewissen Gründen nicht entfernen wollte. Was? Marsmobil? Marsmobil? Oh mein Gott! Warum ist der Sitz so breit? Das Ding ist ja für eine richtig fette Frikadelle gedacht. Was? Echt jetzt? Echt jetzt? Wir können das Auto auf unseren Kopf setzen? Willst du mich veräppeln? Wo kann ich Minecraft löschen? Wir haben nicht wirklich ein Fahrzeug auf unserem Kopf. Ach komm schon! Kann ich das irgendwie abwerfen? Ich kann's nicht mehr abwerfen. Bewohner, du musst uns helfen. Ich habe ein Auto auf dem Kopf. Ich krieg's nicht mehr ab. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt. Oh mein Gott, das ist ja... Ich habe ein Auto auf dem Kopf. Ich bin Mechatroniker. Können wir uns wenigstens reinsetzen oder so? Aha, wenigstens das funktioniert. Nö, wisst ihr was? Ich fahr jetzt einfach weg. Tschüss, mach das ohne mich. Ich fahr jetzt nach Hause. Ha, la 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 la. Mein Marsmobil ist abgesoffen. Und es ist gestorben. Wow. Oh nein, unser Auto! Wir müssen Mund-zu-Mund-Beatmung machen! Es war doch noch so jung! Es ist einfach gestorben! Was ein Rotz! Das ist ja gemeingefährlich, dieses Ding! Okay, es hilft ja alles nichts. Gehen wir direkt zurück. Mal gucken, was wir hier noch haben. Nebendran die Rakete aus ähnlichem Grund. Du wirst eine Astronautenrüstung brauchen. Rechtsklick, um zum Mond zu gelangen. Eine Rakete, mit der wir zum Mond kommen? Können wir nicht die Entwickler damit auf den Mond schießen? Astronautenrüstung? Moment! Aha, Space Suit. Das klingt abenteuerlich, direkt eingesteckt. Vom Mechatroniker zum Astronauten. Als Quereinsteiger ein kleiner Berufswechsel. Hallo? Ich glaube, man hört mich aus diesem Anzug nicht, oder? Dann kann ich ja sagen, dass ich die Entwickler zum Kotz... Hey, kleiner Bewohner, du willst auch ganz bestimmt zum Mond fliegen, oder? Können wir den kleinen Bewohner in eine Rakete stecken? LOL! Als ob das funktioniert hat. Oh nein, ich wusste nicht, dass das funktioniert. Ich habe das vorher nicht ausprobiert. Wir haben den kleinen Bewohner zum Mond geschickt. Wieder einmal haben wir einen Bewohner glücklich gemacht. Ja gut, er hatte keine Astronautenrüstung dabei, aber... Ich habe eine Rakete auf dem Kopf. Nicht schon wieder. Schnallt euch an. Wir werden zum Mond reisen und Aliens jagen. Los geht's. Yay, es funktioniert. Da, 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 da. Der Koopa... Aliens jagen. Los geht's. Mal gucken, was wir auf dem Mond finden. Oh Gott, das wird immer höher. Ich habe doch Höhenangst. Ich hoffe, dass der Mond überhaupt geladen wird. Landschaft wird geladen. Ey, es funktioniert wirklich. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ein großer für uns. Okay, wir sind wirklich schwerelos. Also die Gravitation hat sich auf jeden Fall geändert. Das ist also der Mond. Alles grau. Wie mein Leben. Hier haben wir wieder Schilder. Willkommen auf dem Mond. Ich würde dir raten, etwas auf die Umgebung zu achten. Vielleicht findest du etwas Käse oder ein Alienschiff. Alienschiff? Ich wusste es. Es gibt wirklich Aliens auf dem Mond. Und hier ist unser Raumschiff. Hä? Wie funktioniert das? Ach komm. Nein, ich hab's schon wieder auf dem Kopf. Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott, als ob der Mond so im echten Leben aussieht. What? Alter, was sind das hier für Gestalten, die hier rumlaufen? Wollt ihr mich veräppeln? Wir sollen Käse und ein Alien-Raumschiff finden. Also Käse habe ich gefunden. Die ganze Mod ist Käse. Was? Hey, warum greifen die mich an? Ach komm schon, da ist ein Alien-Raumschiff. Wir haben es gefunden. Vielleicht können wir uns da retten. Was? Was? Ah, komm schon. Sonst muss ich wieder auf den Mond reisen. Bitte nicht. Oh. Okay, Versuch Nummer 2. Los geht's. Vielleicht haben wir Glück und kommen nie mehr wieder auf diese Welt.
Dann müssen wir uns die anderen Mods nicht mehr anschauen. Schauen wir uns doch mal das Alien-Raumschiff an. Obwohl, das ist kein Raumschiff, das ist ein Unfall. Als ob so ein Ding fliegen kann. Ich glaube, das ist eher eine Basis. Hier haben wir ein paar Fässer. Hier kann man eine Rakete basteln. Was? Käseerz. Es gibt nicht wirklich Käseerz, oder? Das ist ein Witz. Das ist doch ein Witz. What? Käse? Wir haben Käse gefunden? Was? Was ist das? Hallöchen? Huh, wieso will sich jeder auf meinen Kopf setzen? Hört auf damit! Runter jetzt! Mann! Ich verprüge dich mit meinem Käse! Hä, was ist das denn hier? Was machen wir hier überhaupt? Das ist doch so ein Quatsch! Wer spielt denn mit so einer Mod? Wir haben hier einen Ventilator. In dem Raumschiff bekommen wir Mondatmung. Heißt das, wir brauchen unsere Astronautenrüstung nicht mehr? LOL, es funktioniert. Mit diesem Gerät können wir auf dem Mond atmen. Das ist perfekt. Wie geil ist das denn? Damit können wir unsere Mondbase aufbauen. Ha. Nein, es ist kaputt. No. Ah, schnell die Rüstung an. Dann haben wir noch diesen weißen Popel hier. Was können wir damit machen? Der kleine Lukoba möchte von seinen Eltern aus der Kapsel abgeholt werden. Warum machen wir das? Hallo? Ich komme nicht mehr raus. Huh. Das ist ja fantastisch. Schneiden Sie sich an für den waghalsigen Stunt. Los geht's. Das war die falsche Richtung. Wir segeln runter. Hände in die Luft. Besser die Hände nutzen, um die Mod zu löschen. So viel zur Galactic Craft Mod. Station Nummer 1. Jetzt geht's erst los. Wie jetzt geht's erst los? Okay, gehen wir am besten direkt rein. Hallöchen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Bewohner, Bill Gates. Okay, hier haben wir eine Truhe direkt mal reingeschaut. Hier haben wir 3 Smaragde direkt eingesteckt. Mal gucken, was der gute Herr Gates anbietet. Hallöchen. Ich hätte gerne Office 360 Deluxe mit Käse. Und eine kleine Fanta. Was willst du uns denn heute verkaufen? Was ist das denn schon wieder für ein Quatsch? Mining Rig Master. Eine Nvidia Grafikkarte? RTX 4090? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und ein Geldautomat. Was auch sonst. Bau die Gerätschaften draußen auf. Ei, ei, Kapitän. Los geht's. Computer. Moment. Lol. Als ob wir jetzt Bitcoins in Minecraft bekommen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ist das legit? Dogecoin. Ah. Oh, was soll ich damit? Wow. Ey, das ist doch so ein Quatsch. Dann haben wir noch eine weitere Truhe direkt mal reingeschaut. Smartphone. Hier ist ein Handy drin. Direkt mitgenommen. Ha. Mama, bist du's? Bitte hol mich ab. Ich will nicht mehr mit diesen Mods spielen. Bitte leg jetzt nicht auf. Oder magst du mich nicht mehr? Hallo? Hallo? Ein Handy in Minecraft. Bam. Wir haben TikTok in Minecraft? Moment. Was? Was? Was geht denn jetzt ab? What? Hä? Ah, ich höre nichts mehr. Was? Oh Gott, was zum Teufel? Ah, es hört nicht mehr auf. Increased Social Credit? Es hört nicht mehr auf. Ich kann es nicht wegmachen. Ich will das Gerät wieder umtauschen. Hier, Bill Gates, nimm mein Handy. Das kannst du wieder haben. Oh, ich hasse diese Mod. Ich hasse dieses Format. Ich hasse mein Leben. Das ist der hässlichste Baum, den ich jemals gesehen habe. Wenn durch Klimawandel solche Bäume absterben, dann bin ich für den Klimawandel. Was ist das hier eigentlich? Crawl? Du kannst mir mal den Buckel runter crawlen. Was sind das für Blöcke? Wenn ich hier gerade... Wieso? Ah! Hey, ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Egal, was ich drücke. Ich komm... Ah! Was zum Teufel ist das? Oh! Furry Leaves? Alter, ich will die Map leaven. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Station. Der Spaß hat gerade erst angefangen. Station 2. Willkommen in den Backrooms. Sind das nicht die Dimensionen, wo man nie mehr wieder rauskommt? Wenn wir dadurch nicht mehr mit den Mods spielen müssen, wäre das eine gesunde Alternative. Das heißt nicht, dass sie gut sind oder die Backrooms sind, heißen aber so. Was? Was willst du von mir? Und ich dachte, mein Deutsch ist schlecht gewesen sein. Okay, gehen wir direkt einfach mal weiter. Ich habe Angst. Jetzt habe ich wirklich Angst. Okay, hier haben wir wieder 2 Doppeltruhen. Gehen wir am besten zur ersten. Direkt geöffnet. Entenblock. Backroom Portal Feuerzeug. Schlimmer kann es nicht werden. Was? Was? Hä? Wieso machen die Geräusche? Wieso quaken die Blöcke, wenn wir drüber laufen? Das nicht dein Ernst, oder? Ich will Minecraft nur noch beenden. Oh, damit haben wir das Portal direkt angezündet. Bam! Okay, es hat schon mal funktioniert. Los geht's! Grüßt meine Mutti von mir! Ab geht's! Was
ist das? Was zur Hölle? Wo zum Teufel sind wir jetzt gelandet? Es ist eine Dimension komplett aus Wollblöcken. Und wir haben hier einen Teil der Endstadt. In welchem Fiebertraum sind wir gelandet? Was ist das? Was ist das? Hier haben wir noch eine Truhe. Andere Items dieser Schmott. Was? Kann es sein, dass die Musik immer lauter wird? Ich höre nichts mehr. Ich glaube, ich muss etwas lauter reden. Wir haben hier Enten direkt mitgenommen. TNT-Enten. Ein Schwert. Ein Entenschwert. Und natürlich eine Entenrüstung. Ah, es ist so laut. Ich höre nichts mehr. Wo kann ich die Musik ausstellen? Kann ich mir die Enten in die Ohren stopfen? Geht das irgendwie? Okay, wir ziehen uns jetzt die Entenrüstung an. Natürlich machen wir jetzt Entengeräusche. Jetzt bin ich wirklich ein Quietsche-Entchen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ente. Wir haben den Fortschritt Quack erreicht. Die wollt ihr schon immer haben. Es ist einfach die Entendimension. Warum haben wir eine TNT-Ente? Was können wir damit machen? Oh! Nein, wir haben das Portal zerstört. Wir kommen nicht mehr zurück. Das ist schlecht. Alphabetbuch? Buchstabenbuch? Hä? Moment. Was? Wieso haben wir hier Buchstaben? Was? Was ist das hier für ein Quatsch? Gebt mir ein L-E-K-O-P-A. Le Copa! Das ist... Oh Gott! Apokel? Was ist denn ein Apokel? Das ist die schlimmste Dimension, die ich jemals gesehen habe. Ich kriege noch einen Hörschaden. Aber einen Schaden habe ich sowieso schon. Hier, Bewohner, eine Ente für dich. Bitteschön. Ah! Uff, 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 uff. Nachdem wir die Enten... Gott, habe ich mich erschrocken. Als ob die so schnell kaputt gehen. Ich habe keinen Bock mehr. Munter geht's weiter, ich hab Bock, Station Nummer 3, es geht furchtbar weiter, wenn Lukopa mit seiner lahmen Truppe in die weiteren Dimensionen zieht. Was für eine lahme Truppe? Was soll das denn bedeuten? Werfen wir auch hier einen Blick ins Haus und mal schauen, welche großartige Mod uns hier erwartet. Auch hier haben wir wieder zwei doppelte Truhen, das nächste Portal, direkt einen Blick hineingeworfen. Happy Birthday! Wenn ich das sehe, will ich keinen Geburtstag mehr haben. Goofy-Blöcke. Goofy-Feuerzeug. Natürlich haben wir noch das Thaddäus-Schwert mit 66 Angriffsschaden. Und Swiss ebenfalls 68 Schaden. Da kann man noch drei Nullen dranhängen, dann hat man den Schaden des Entwicklers. Meine Güte, Alter, was ist das denn? Lol. Was, ich kann das essen? Wieso kann ich das? Bevor wir jetzt das komische Portal bauen, haben wir noch eine weitere Truhe. Ein paar Gehilfen, die du dir ansehen kannst und etwas Proviant. Also ich weiß nicht, ob man nach diesem Video mir überhaupt noch helfen kann. Aber egal. Bam. Anscheinend haben wir eine McDonald's-Mod, ein paar Mobs und in der Mitte ein paar Items. Als erstes haben wir den Imposter. Was? Oh mein Gott. Huh. Was? Hä? Wo ist er hin? Ist er gedespawnt? Oh. Nein. Er kann sich teleportieren? What? Ich bin in den Brunnen gefallen. Hilfe, ich komme nicht mehr raus. Wer zum Teufel ist Baldi? Hä? Was ist das denn? Lol, der bewegt sich wie ein NPC. Alter, der bewegt sich echt gruselig. Was ist denn los mit dem? Hallo? Oh nein, gehen Sie runter von meinem Kopf. Gelbe Larva. Ist das Pikachu? Lol, es ist Pikachu. Oh mein Gott, ich will es fangen. Pikachu, warte auf mich. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Nein, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ah, ich werde dir noch wahnsinnig... Alter, jetzt hör auf, mich anzupacken. Ich pack dich auch gleich an, mein Freund. Du legst dich hier mit dem Falschen an, mein Freund. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Als nächstes haben wir Glitched Entity. Was? Was sind das für Effekte? What? Was war das? Alter, mein Herz. Oh mein Gott, guckt euch das an. Was könnt ihr nicht mit mir machen? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Außerdem haben wir noch Springtrap. Oh Mann, ey, wieso setzen die sich jedes Mal auf meinen Kopf? Totem der Sterbbarkeit. Alter. Ich krieg hier einen Herzinfarkt. Wow. Und der Spaß ist noch lange nicht vorbei. Obwohl, dazu müsste er erstmal anfangen. Natürlich haben wir noch ein Portal. Auch das werden wir ganz schnell aufbauen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ey, ich habe langsam echt keine Lust mehr auf dieses Ding. Wer programmiert denn so einen Quatsch? Ich will doch einfach nur das Portal bauen. Mehr will ich doch nicht. Lukopa macht das. Lukopa ist der Profi. Wow. So. Sesam, öffne dich. Los geht's. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oh Gott. Oh Gott. Das ist doch nicht euer Ernst. Alter. Oh Gott.
Gott! Ich hasse dieses Format so sehr. Ich hasse Minecraft. Ich hasse Mods. Ich hasse die Entwickler. Ich hasse euch alle. Ich kann mich nicht mehr im Wasser ertränken. Es geht gar nichts. Ganz wichtig. Ansonsten findet ihr alle Folgen aus dieser Serie direkt auf dem Bildschirm. Schaut es euch nicht an. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Mal nicht nochmal sehen. Bis dahin und tschüss.